Was mir wichtig ist in meiner Musik, sind einfach die zwei Pole von akustischer Musik und elektronischer Musik. Gerne Folkmusik, gerne Technomusik. Ich bin viel unterwegs, weil ich viele Konzerte spiele und dementsprechend, ja, würde ich sagen, dass ich schon beim Reisen hauptsächlich inspiriert bin. Ich bin oft von Natur inspiriert. Ich habe oft diese Momente, wenn ich im Flugzeug sitze und abhebe und aus dem Fenster schaue und so die Welt unter mir kleiner wird. Da fühle ich mich sehr oft inspiriert im Sinne von, ja, von oben auf die Erde schauen und mich zu fragen, was das ist, was wir hier machen und wohin das führen soll, was wir hier machen. Und wie lange das noch gut gehen kann. Aber natürlich bin ich auch oft von Liebe und Herzschmerz beeinflusst. Ja. She's got plenty to hide, she got nothing to keep, to keep. So take. Meine Eltern waren generell sehr unmusikalisch, würde ich sagen, oder sehr wenig musikinteressiert, und deswegen war für mich Musik dann so meine Entdeckung. Und dann fing ich an, irgendwie die Altmeister der Pop- und Rockmusik irgendwie für mich zu entdecken, und habe dann, ja, die Rolling Stones gehört und mich durch die Beatles und Bob Dylan und Neil Young, also so sämtlich viel Folkmusik dann auch gehört und gerne gemacht. Und ja, dann gab es immer wieder so die schönen Wow-Erlebnisse, wenn man Leonard Cohen entdeckt hat und dann irgendwie verstanden hat, was Leonard Cohen macht und wie das funktioniert und wie unfassbar emotional das irgendwie wirkt, wenn man dem zuhört wirklich. Und genau da, ja, einfach so meine Liebe zur Musik, würde ich sagen, entdeckt. Und dementsprechend wurde das dann auch mein Traum, selber irgendwie Musiker in dem Format zu werden oder selber was dazu beizutragen. Ich werde mit ziemlich großer Sicherheit niemals so ein Songwriter wie Bob Dylan werden. Aber ich kann vielleicht in dieser Sparte, in der ich jetzt bin, oder mit der Musik, die ich jetzt mache, habe ich das Gefühl, kann ich vielleicht noch was Neues hinzufügen in die Musikwelt. The future is unwritten, there's a lifetime left to waste it. Schlüsselerlebnis, was mich dann zur Gitarre geführt hat, tatsächlich, da war ich 15 ungefähr. Im Klassenraum nebenan hat ein Junge, den ich damals nicht kannte, der aber heute auch einer meiner besten Freunde noch ist, hat Gitarre gespielt, und der konnte sehr gut Gitarre spielen, und bin dann einfach reingegangen und habe ihm zugehört und war, ja, total beeindruckt und begeistert. Ich habe einfach was gehört, was mich berührt hat, und habe ihn gefragt, kannst du mir genau das zeigen, was du da gerade machst? Und so ging das los, und dann haben wir zusammen relativ schnell auch eine Band gegründet und wollten gerne Indie-Rock machen, britische Gitarrenmusik, und haben viel die Libertines gecovert und sowas. Ja, haben schnell eine Schülerband gehabt, zu viert waren wir dann und haben in Hamburg in einigen Clubs gespielt. Hamburg wiederum hat ein Produzent irgendwie
Demos gehört von mir, und zwar Demos, die ich mit meiner Band aufgenommen habe. Und der meinte, er hörte ein Talent bei mir. Das war für mich mega aufregend. Ich habe dann, ohne mit der Wimper zu zucken, mein Studium hingeschmissen und dachte, jetzt werde ich Popstar. It's just the price that I am glad to pay. Way down we go, like fireflies into the glow. Dann bin ich intensiver in Kontakt mit elektronischer Musik und der Szene hier in Berlin gekommen und habe Leute kennengelernt, die DJs waren und die einen unglaublich guten Musikgeschmack hatten und mir Musik gezeigt haben, elektronische Musik, die ich vorher nicht kannte und nicht gehört habe und die für mich total aufregend war. Ja, es fing dann damit an, dass ich erstmal als DJ angefangen habe, auch aufzulegen. Dann konnte ich schnell irgendwie mal so kleine Gigs machen. Im Sisyphos hier hatte ich meinen ersten DJ-Gig dann. Und ich habe dann zur gleichen Zeit auch KünstlerInnen gesehen, die noch mehr gemacht haben, die auch in elektronischer Musik tätig waren, die aber noch ein Live-Element dazugebracht haben. Und das hatte diese Emotionalität, diese von Körpererfahrung von elektronischer Tanzmusik, und es hatte gleichzeitig Storytelling von, ja, Songwriting, Folk-Storytelling, was ich eben andersrum vorher so gewertschätzt habe, und habe da auch bestimmt 2 Jahre daran gebastelt, bevor ich dann meinen ersten Gig hatte als Monolink. In 2014 war das, in so einem kleinen Berliner Club im Keller hieß der. In 2018 habe ich dann mein erstes Album rausgebracht. Das war dann eine Sammlung von den Songs, die ich bis dahin gemacht habe. Und ja, ist seitdem sehr viel mit mir um die Welt gewandert. Ich kann ganz gut live spielen, weil ich das jetzt auch einfach schon sehr viel gemacht habe. Und in der Welt der elektronischen Musik das nochmal das stärkere Alleinstellungsmerkmal für mich war. Dann bin ich oftmals eben der einzige Live-Act in dem Sinne, dass ich eben ein Instrument spiele oder singe. Das ist schon immer noch exotischer, sage ich mal. Und das hat mir auch einfach viel geholfen, weil dann das Interesse daran stark gewachsen ist international. I'm not sure where we are, but I can say we're not far. Das Besondere an Burning Man ist, dass es eigentlich so eine kulturelle Utopie ist. In dem Sinne, dass es gibt nicht die FestivalveranstalterInnen, die ein Festival organisieren und dann kommen Menschen dahin, die es konsumieren, sondern die Annahme beim Burning Man ist, dass jeder Mensch eigentlich Künstler oder Künstlerin ist und dass jeder, der da hinkommt, auch was zu dem Festival beitragen soll. Es fing mit einer eher kleineren Crowd an, die dann so über die 1,5 Stunden, die ich glaube ich gespielt habe, stetig gewachsen ist in den Sonnenuntergang, in die Nacht hinein. Und ja, das war ein unfassbar schönes Erlebnis. Ich wusste, dass es währenddessen gefilmt wird.
Ich hatte aber keine Ahnung, dass sich das im Nachhinein dann so viele Leute anschauen werden. Thank you so much, guys. I hope you have a wonderful burn. Als ich angefangen habe, das Album aufzunehmen, war ich noch viel am Touren und hatte Lust, sehr stark energetische Musik zu machen. Und dann kam der Lockdown und auf einmal wurde alles sehr ruhig und es gab keine wirklichen Plattformen mehr, um Musik zu präsentieren. Und auf einmal wurde auch die Musik, die ich mir persönlich angehört habe, viel ruhiger. Into the Glow ist tatsächlich einer meiner Lieblinge auch auf dem Album. Und es war ein Song, ja, in dem ich mich selber überrascht fühlte, wo ich neue Harmonien gefunden habe, die mich berührt haben und wo ich ein paar Sachen niederschreiben konnte, wo es teilweise um meine alte Beziehung, die zu Ende gegangen war, ging. Und genau, und der Song für mich deshalb einfach irgendwie ein sehr persönlicher Song ist, über den ich mich voll gefreut habe, als er fertig war, weil der auch einfach ganz stripped down auf der Gitarre super funktioniert. One last drag from your cigarette before you're burning now. Can you give me that? Was hier eigentlich täglich passiert ist, wenn ich ankomme, dass ich sehr gerne erstmal an meinem Klavier spiele. Und das hat mich viel inspiriert, in dem neuen Album jetzt auch dynamisch zu sein, ruhige, stille Passagen zuzulassen. Und ich wollte gerne, dass eben viel von diesen Klangdetails, die alte Instrumente haben, dass man die weiterhin hört. Who's that man? Try so hard, but you don't understand just what you say when you get home, because something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Ich wollte gerne so ein bisschen was von meinem alten Selbst wiederholen und ich wollte gerne mehr Songs reinbringen und ja, mehr von dem alten Steffen durchschimmern lassen. Home River, talk to me. Tell me what you think about. Harlem River, I'm in love, 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 love. Harlem River, talk to me. Harlem River ist der einzige Coversong auf dem Album. Von Kevin Morby ist der Originalkünstler, den ich schon sehr lange höre und den ich total gerne mag. Das ist ein Folk-Sänger aus den USA. Und als ich das gehört habe, dachte ich aber, dass das total gut auch funktionieren würde in einem elektronischen Kontext. Ich war total unsicher, ob Kevin Morby davon weiß oder ob er meine Version überhaupt für gut befinden würde. Witzigerweise habe ich so aus dem Nichts eine Nachricht von Kevin Morby bekommen, dass er meinen Song oder mein Cover gehört hat und dass er das total super findet und dass wir mal ein Bier trinken gehen können. Und dann habe ich mich total gefreut, so, dass selbst der alte Folk Typ, dass da irgendwie was drin mögen oder hören kann. Ich da die Tanzwüste auf der Fusion eröffnet und das war eine total intensive Erfahrung für mich, den da zu spielen. Einerseits, weil das Wetter sich quasi mit meinen Wörtern verhalten hat und sich zugezogen hat und es kam auf einmal ein Gewitter runter, während ich gespielt habe.
und später brach es dann wieder auf und die Sonne kam durch und es war irgendwie magisch. Und in dem Zuge ist mir aufgefallen, dass der Titel des Songs sehr stark das repräsentiert, was ich die letzten Jahre eigentlich für ein Gefühl mit mir rumgetragen habe. Dieses Gefühl davon, dass demnächst hier was passiert und man kann auch nicht genau einschätzen, in was für einem Ausmaß hier eigentlich was passiert in Bezug auf den Klimawandel und wie sich die Gesellschaft und der Kapitalismus entwickeln, dass wir uns wahrscheinlich an einer Art Wendepunkt befinden und man überhaupt nicht absehen kann, wie es demnächst weitergehen wird. Was ich beunruhigend gleichermaßen spannend finde. Und das ist das Gefühl, was dieser Titel für mich ausdrückt. Mit dem neuen Album habe ich vor, viele Shows natürlich zu spielen. Meine Idee ist, mehr Konzertshows zu spielen. Ich möchte ein bisschen weg aus diesem Dancefloor-Umfeld. Und das ist ein bisschen auch mein Plan für die Zukunft, dass ich Konzerte spiele. Wir haben jetzt eine Live-Show produziert und darauf freue ich mich schon die ganzen letzten 2 Jahre eigentlich. Darauf, das endlich mal auf die Bühne bringen zu können. Alright. Thank you guys for watching.